So, da bin ich wieder und wir können gleich weitermachen. Allerdings ist mir noch was aufgefallen und zwar, wir haben ja im letzten Video haben wir ja noch zwei Ausrüstungsgegenstände bekommen, die wir noch gar nicht ausgerüstet haben. Und deshalb tun wir das jetzt mal, weil die Stufe 1 Rüstung, die ist echt nicht so pralle, ist echt nicht so der Knaller. Und deshalb rüsten wir das ganze Zeug doch mal aus. Yay. Schicke Sache. So, also die Sache ist die, man kann eigentlich Gegenstände, die man vorher getragen hat, verkaufen bei einem Händler. Die Sache ist nur die, dass die Ausrüstung, die man am Anfang hat, nichts wert ist. Das heißt, man muss sie zerstören, sonst ja, ist das Inventar mit dem Kram voll. Und ja, das ist ziemlich bescheiden. Ich meine, wir werden im Laufe des Spieles noch einige Sachen sammeln. Und ja, deshalb sollten die Taschen nicht allzu voll sein. So, dann machen wir das doch mal so. Die Tasche hier ziehen wir mal raus und diese Tasche hier haben wir bekommen und die tun wir da mal rein. Und da tun wir gleich mal die gesammelten Gegenstände rein. Das ist nämlich extra eine Sammlertasche für die Gegenstände, die wir sammeln. So, und da sie größer ist als die normalen Vierertaschen, nehmen wir die einfach mal. Da wir ja Sachen sammeln müssen, um zu craften oder zu handwerken, wie es im Deutschen heißt. So, genau, Düsterader-Pulverisierer brauchen wir jetzt. So, dann schleichen wir uns mal an. Oh, ich liebe Schleichattacken. Ich liebe Schleichattacken. Oh, warte mal, jetzt greife ich, glaube ich, schon mal meinen Bogen an. Was? Ich verfüge nicht über die benötigte. Ich habe doch Pfeile. Willst du mich denn. Ich habe doch Pfeile da. Warum funktioniert denn das nicht? Ich habe doch. Da sind doch. Bin ich doof? Hier sind doch Pfeile. Moment. Kann es sein? Nö. Oder? Doch? Nö. Ah, okay. Ja, das ist merkwürdig. Also vorher musste ich die bisher noch nie ausrüsten. Normalerweise waren die immer schon drin. Aber gut, scheint eine Änderung zu sein. Mit dem Bogen mache ich dich fertig. Wir sind unbesiegbar. Yay. Schon zwei Schläge noch, dann bist du tot. Yay. Und wieder so ein Ding. Yay, jetzt kriegen wir wieder ein Klicki. Yay, haben wir noch nicht. Eine neue Sammlung entdeckt. Ah, ich glaube, die meisten sind jetzt so langsam im Bett. Das ist ja ganz schön. Das heißt, wir können uns hier richtig austoben. Steine. Kann man sie verkaufen, aber viele sind die auch nicht wert. Ich glaube nur so ein paar Kupferstücke oder so. So, und damit haben wir noch eine Quest beendet. Wir haben jetzt zwar noch die Quest, diese Sammelquest. Aber das ist eine Quest, die man am besten so unterwegs macht, weil man findet eigentlich immer mal wieder irgendwo was. Und ja, jetzt nur rumzurennen und zu sammeln, das ist, glaube ich, ein bisschen langweilig. Und deshalb geben wir doch erstmal die Quests ab, die wir hier noch zum Abgeben haben. Also das ist ja witzig, dass das jetzt noch gar nicht ausgerüstet war. Das war mir bisher. Kommt mir ein bisschen komisch vor. Obwohl, das kann ich eigentlich da lassen. So, oh, noch Klicki, Klicki, Klicki. Yay, Klicki. Zerschmettertes Froschlauchknochenfragment. Wir haben das zweite Stück gefunden zu der großen Sammlung, die noch ewig brauchen wird, um voll zu werden. So, zurück zu Pelandra. Habt ihr mir die Siegelsteine gebracht? Ja. Ich habe sie hier.
Und wir kriegen einen neuen Bogen. Bogen, Bogen. Yay. Gut, zeigt sie mir. Genau wie ich dachte. Was ist das? Die Markierungen auf den Siegelsteinen, die ihr beschafft habt, bestätigen meine Vermutung. Die Düsterader-Elementare sind zweifellos die Kreation der feigen Texianer. Was können wir tun, um sie aufzuhalten? Es wird Zeit, dass wir diesem Angriff ein für alle Mal ein Ende bereiten. Wir müssen uns der Quelle dieser Bedrohung stellen. Ihr habt mir eure Stärke bewiesen, Baduff. Jetzt müsst ihr euren Groll denen gegenüber beweisen, die es wagen sollten, uns von unseren Zielen abzubringen. Es wird mich nichts aufhalten können. Gut, dann lasst uns beginnen. Ich glaube, dass die Quelle unserer Probleme in den Tiefen der Düsterader-Spalte liegt. Dem Ort, an dem unsere Bergarbeiter noch vor kurzem Ausgrabungen durchgeführt haben, bevor die Elementare angriffen. Fahrt fort. Ich möchte, dass ihr euch in die Höhle begebt und den Verantwortlichen für dieses Chaos beseitigt. Tut das für mich, junge Freundin, und beweist damit eure Schonungslosigkeit als unzweifelhaft. Ich werde den Angriffen ein Ende bereiten. Pelandra de Xathyr will, dass ich von Neithas aus nach Südosten in die Düsteraderspalte reise. Sie glaubt, dass ich in der Höhle den Grund für die jüngsten Angriffe finde. Sobald ich den Anstifter gefunden habe, soll ich dem Verrat ein Ende bereiten. Wir kriegen 5 Silber und 96 Kupfer. Und die Dunkelpferdensucher Armschienen. Yay. Das nehmen wir natürlich an. Haben wir irgendwas Schönes bekommen? Ich habe jetzt gar nicht aufgepasst. Ach ja, stimmt, der Bogen. Den rüsten wir gleich mal aus. Yay! Ach, das war ja der Zorndrack. Okay, gut, dann gehen wir noch schnell die andere Quest ab. Das sind übrigens die blauen Punkte hier, also bei der Original-UI wird, glaube ich, einfach nur ein rotes Buch angezeigt auf der Map. Das weiß ich jetzt nicht genau. Ich erinnere mich nicht mehr. Ist schon zu lange her, dass ich die Original-UI benutzt habe, obwohl es noch gar nicht so lange her ist. Ich will gerne arbeiten. Habt ihr das Erz mitgebracht? Ja, hier. Yeah, auf der Stufe. Wir befinden uns auf Stufe 4. Ole, ole. Ich habe Dania den Düsterader-Schutt gebraucht, den sie wollte. Und sie hat uns sogar 74 Kupfer gegeben, obwohl sie uns nur ein paar 60 geben wollte. Supi. Endlich. Ich danke euch. Auch im Namen aller, die in den letzten Tagen mit mir zu tun hatten. Gern geschehen. So. Dann schnappen wir uns jetzt den Verantwortlichen und machen ihn kalt. Oder heiß. Ich sehe da was. Ein Tierbau. Da muss ich gleich mal ran. Fallenstellen. Nichts gefunden. Komm, Mann, bist du schlecht im Fallenstellen. Nichts gefunden. Schon wieder nicht. Also, die Beste bist du ja nicht, ne? Ihr habt Folgendes erworben. Ein Wildlederfell. Yay. Nichts gefunden. Mensch, Mädchen, gib dir mal ein bisschen Mühe. Nichts gefunden. Also, ich glaube, heute hat Baduff nicht so richtig Lust, irgendwie, naja, was gebacken zu kriegen. Ich weiß es nicht. Ja, Folgendes aber um ein Wildlederfell. Na also, man muss sie nur ein bisschen ärgern und dann macht sie schon. Ich glaube, dass das funktioniert ganz gut. Ein Hirschfleisch. Und eine Wurzel. Das sammeln wir doch auch noch. What the... Warum? Was hab ich... Die sind doch gar nicht aggressiv? Warum hat er mich angegriffen? Ups, der stand neben mir und ich habe wahrscheinlich Doppelklick drauf gemacht. Ach ja, kleine Information für die ganzen Anfänger da draußen. Doppelklick auf eine Kreatur führt zum Angriff. Das heißt, naja, sollte man vielleicht nicht unbedingt tun. Naja gut, in dem Fall war es nicht schlimm, weil die Kreatur weit unter unserem Level war. Aber, naja, sowas kommt schon ein bisschen blöd, wenn man irgendwie... umgeben von Kreaturen ist, die ungefähr doppelt so stark sind wie man selbst. Ist das nicht ganz so schön?
So. Oh nein, das ist noch Clicky. Das will ich, das will ich. Keiner darf sich das schnappen. Oh, warte mal. Fährten finden. Erhöht die Geschwindigkeit der Gruppe. Yay. Das zaubern wir doch mal gleich. Was ich jetzt mal mache, ich schiebe mir den mal dahin, wo ich ihn hin haben will. Das ist nämlich ein Buff. Und zwar, ich erkläre gleich, was das ist. Moment, Schnelltasten, Optionen. So, ziehen von Symbolen erlauben. Dankeschön. So, den ziehe ich mir jetzt mal da unten rein. Geizschuss, das ist... das hier ist Bogen, das hier ist Bogen, das hier ist... Ich glaube, so gehört das. Ach nee, warte, das ist ja... Anwenden, so... Schnelltastenoptionen, ziehen von den erlauben, weil das hier ist nämlich eine Fähigkeit, die ist deswegen so ein wenig dunkler, weil man sie nur anwenden kann, wenn man unsichtbar ist. So, und jetzt noch zu den Buffs. Und zwar, Buffs sind Zauber. Tut mir übrigens leid, dass mein Stuhl als so knarzt, der ist schon etwas älter. Buffs sind im Prinzip Zauber, die die ganze Zeit auf einem selbst und bei manchen Buffs auch auf die Gruppe übertragen werden, mit der man zusammenspielt. Und die einem halt besondere Fähigkeiten verleihen, wie bei diesem Zauber jetzt zum Beispiel 16% mehr Geschwindigkeit. Ja, also ist schon ganz praktisch. Also es gibt Charaktere, die haben mehr davon, es gibt Charaktere, die haben weniger davon. Am meisten... Von diesen Buffs haben halt Supporter, weil sie ja dafür da sind, die Gruppe zu unterstützen, und das tun sie teilweise mit diesen Buffs und teilweise halt mit anderen coolen Aktionen, die sie ausführen können. Ja, also hauptsächlich sind es eigentlich die Supporter. Zauberer haben auch einige, Kundschafter haben ein paar. Kämpfer, es kommt drauf an. So, was haben wir hier? Gesplitterte Beschwörungsscheibe. Scherbe. Scheibe. Ja. Oh Mann. Okay, so, dann holen wir uns mal den Verantwortlichen und spielen den Richter. Wo ging's lang? Ach da. Ja, genau. Okay, das ist. Ja, schick. Da bist du. Na, warte. Kriegst du mir aus. Ja, es ist nicht verkehrt, das Ziel auch wirklich zu anzupeilen. Das ist schon hilfreich, muss ich sagen. Stirb. Böses Mädchen. Jetzt haben wir den da bekommen. Glücks. Hasenpfote, erbeutete seltener Schatz. Diese Glückshasenpfote hat den Hasen nicht so viel Glück gebracht. Dieser Gegenstand scheint wertvoll zu sein. Ein Händler gibt euch vielleicht einige Münzen dafür. Ja, leider nur ein paar Kupfermünzen, aber es ist besser als gar nichts, würde ich mal sagen. So. Ziel erledigt. Das Target wurde eliminiert. Ja, wir sind ein Hitman oder so. Oh, Clicky, 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 mein Clicky, mein Clicky. Niemand darf meine Clicky sammeln. Das sind meine Clickys. Zerschmettertes Ratonga-Knochenfragment. Yay. Ui. Und ja, also es gibt Sammlungen, die kriegt man recht schnell zusammen. Dann gibt es Sammlungen, die kriegt man sehr langsam, recht langsam zusammen. Und es gibt auch, man kann diese Sammelgegenstände, wenn man sie bereits gesammelt hat, auch verkaufen. Es gibt nämlich einen Makler, mit dem man, mit dem es einem ermöglicht wird, mit anderen Spielern zu handeln. Was natürlich klasse ist. Und bevor wir die Quest jetzt abgeben, mache ich nochmal ganz kurz ein kleines Päuschen, weil ich nehme schon wieder 14 Minuten auf. Tut mir wirklich, wirklich, wirklich leid. Bis gleich!